Es war ein kurzer, wilder Ritt für die ÖVP, der am Samstag zu einem Ende gekommen ist. Nach nur einem Dreivierteljahr im Amt ist Laura Sachs-Lehner als ÖVP-Generalsekretärin zurückgetreten. Und bei ihrer Abschlussrede sparte sie nicht mit Kritik an der eigenen Partei und der Koalition. Ich bin immer zu meinen Überzeugungen gestanden. Ich habe mich nie verbogen und werde das auch nicht in Zukunft tun. Und auch wenn wir in einer Koalition mit den Grünen sind, bin ich der Meinung, dass wenn ein Asylwerber gleich viel bekommen soll, wie viele Österreicherinnen und Österreicher, die täglich aufstehen, arbeiten gehen und ihre Steuern zahlen, dann ist das nicht mehr meine Welt. Meine Welt sind die Werte der Volkspartei, nämlich Freiheit, Leistung und Sicherheit. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, war die geplante Auszahlung des Klimabonus an Asylwerber. Die 28-Jährige forderte, das Gesetz so schnell wie möglich zu ändern. Vizekanzler Werner Kogler erteilte dem aber eine Absage. Sachs-Lehner legte nach und sah für die Volkspartei eine rote Linie überschritten. Noch am Freitagabend musste ÖVP-Clubchef August Wöginger ausrücken, um die Wogen zu glätten und die türkise Pakttreue zu untermauern. Mit ihrem Rücktritt dürfte Sachs-Lehner letztlich wohl ihrer Ablöse zuvorgekommen sein. Ihre angriffige persönliche Erklärung hat aber durchaus Bewunderer in der ÖVP gefunden. Wiens ÖVP-Landtagsclub-Obmann Markus Wölbitsch gratulierte zur Protestrede. Und auch der Tiroler Wirtschaftsbund und Seilbahnenchef Franz Hörl griff Sachs-Lehners Kritik auf und attackierte den Koalitionspartner, attestierte den Grünen sogar Ideologiebesessenheit. Hörls wahlkämpfende Tiroler Parteifreunde hatten Anfang letzter Woche den Stein überhaupt erst ins Rollen gebracht. Der Klimabonus für Asylwerber sei ein inakzeptables und fatales Signal und müsse vom Bund überarbeitet werden. Ob man sich damit selbst einen Gefallen getan hat, wird sich weisen. In 2 Wochen wird in Tirol gewählt und parteiinterne Richtungskämpfe könnten am Ende der FPÖ in die Hände spielen und Wählerstimmen bringen. Beim Wahlkampfauftakt der FPÖ am Wochenende konnte sich Parteiobmann Herbert Kickl Seitenhiebe zum Sachs-Lehner-Rücktritt nicht verkneifen. Was ist denn da passiert? Ich glaube, dass der August Wöginger in seiner Zuneigung, in seiner Verblendung, in seinen, ja, ich weiß nicht, Gefühlen für die Sigi Maurer so blind geworden ist, dass er den Keil in die falsche Partei getrieben hat. Jetzt hat er es in die eigene hineingetrieben und jetzt haben sie den Scherben auf. Dass die ÖVP in der Krise steckt, zeigten zuletzt auch Umfragewerte aus Oberösterreich. Dort rangiert sie mit 28% nur noch auf Platz 2 hinter dem blauen Koalitionspartner, während sie bei der Wahl noch 37,6% erzielen konnten. Und Grund für den Absturz ist die Bundespartei selbst. Der ÖVP wird keine Lösung von Krisen zugetraut.